TikTok ist halt so eine Macht, dass es geisteskrank, Songs können dadurch so viral gehen, 100 Millionen %. Ich sag es so, wie es ist, ne? Heutzutage als Newcomer, viele wollen immer Tipps, Patrick, hast du Tipps für mich als Newcomer? Meine Songs werden nicht gehört, dies, das. Hol dir TikTok, bau da ein bisschen, du brauchst bei TikTok eigentlich nicht mal viel Reichweite. Bau dir ein bisschen Reichweite auf vielleicht, hau das Ding so raus, schalt ein bisschen Werbung, zahl ein bisschen was, damit TikTok das halt noch ein bisschen mehr pusht und immer mal wieder Werbung zwischen TikToks kommt so. Und das Ding wird so hart viral gehen. Das ist unglaublich, wie TikTok da eine Macht ist einfach. Unglaublich, ohne Scheiß. Und somit ist auch dieser Song so krass abgegangen, oder? Nina Chuba sagt mir auch schon länger was, aber auch nur von TikTok so. Ihr Song davor, Feminello, glaube ich, kam ja auch so geisteskrank oft zwischen TikToks bei mir, ohne Scheiß. Ohne, dass ich es wollte, das ist ja das Ding so. Ohne, dass ich es unbedingt wollte, kam die Werbung ja immer und immer und immer wieder so. Wisst ihr, was ich meine? Das gleiche, glaube ich, auch mit Wildberry Lele, obwohl ich jetzt zugeben muss, dass ich den gar nicht so oft auf TikTok gesehen habe. Deswegen bin ich sehr gespannt. 2 Minuten 12 soll auf Platz 1 der Spotify-Charts gerade sein. Liken, abonnieren, Glocke aktivieren, Support ist kein Mord. Deswegen bin ich sehr gespannt. Und ich habe natürlich insgeheim auch die Hoffnung, dass der Song den Song Laila mal von der 1 runterhaut. Also da, Digga, wenn das irgendwann der Fall ist, dass der Song Laila runterhaut von der 1, dann wird das mein Lieblingssong. Ich sag euch, wie es ist. Produziert ist der Bums von Which Side? A-Side. Schöne Grüße gehen raus. Ich hoffe, dir geht's gut soweit. Also, Chat, klärt mich ganz kurz auf. Was ist Wildberry Lele? Wenn ich jetzt schätzen müsste, wenn ich raten müsste, würde ich was zum Trinken sagen eigentlich. Hört sich wie so ein Likör an oder sowas. Ist ein Drink. Lele ist ein Likör und Wildberry ist von Schweppes. Alkoholisches Getränk, glaube ich. Klingt nach einem Shisha-Tabak. Ein Weinlikör. Also, da haben wir das geklärt. 2.12. Also 2.12 ist schon mal eine krasse Länge für einen Song. Perfekt für Spotify, Abfahrt. Ich will Immos, ich will Dallas, ich will... Sie hatte bei Feminello, ganz kurz, ne? Sie fängt auch direkt an, was gut ist schon mal. Wenn der Song nur 2.12 geht, soll es auch relativ zügig losgehen. Sie hat bei Feminello auch schon voll die guten Melodien und Harmonien gehabt, finde ich. Ich will Immos, ich will Dallas, ich will fliegen wie bei Marvel. Zum Frühstück Canapés und dein Wildberry Lele. Ich will Immos, ich will Dallas, ich will fliegen wie bei Marvel. Ich hab Hunger, also nehm ich mir alles vom Buffet. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, ne? Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Aber ich weiß jetzt schon, warum das Ding auf 1 bei Spotify ist. Diese Trompeten kommen rein, diese Trompetenakkorde. Die Trompeten. Digga, was los? Was los, Digga? War da irgendwo Alkohol drin? Nee, oder? Die Trompetenakkorde kommen rein und sie haut jetzt übelst die Melodie gleich raus. Geht direkt unglaublich ins Ohr. Unglaublich krass. Ich will fliegen wie bei Marvel. Ich hab Hunger, also nehm ich mir alles vom Buffet. Vor allem, weil sie auch anfängt und Hunger, da, da, da. Bei Hunger ist sie ganz oben. Hunger, da, da, also bei ganz oben von der Melodie her. Alles, was ich nehme oder alles, was ich will. Also nehme ich alles, was ich will oder sowas, sagt sie, ne? Ist so eine Frage-Antwort-Melodie quasi, ne? Also sie startet am Anfang ruhig, dann ist irgendwo bei Hunger der Höhepunkt der Melodie und am Ende rundet sie das quasi wieder ab, indem sie halt wieder an den Start geht quasi von der Melodie her. Ich will fliegen wie bei Marvel. Ich will alles, ich will fliegen wie bei Marvel. Und jetzt geht sie hoch. Ich hab Hunger, also nehm ich mir alles vom Buffet. Nehm ich mir alles vom Buffet. Und Buffet ist dann quasi wieder unten auf Marvel-Level so. Und somit ist es voll das runde Ding, hat krass Hörgenuss. Ich will ein Haus für meine Mama an der Küste von Catania. Und nochmal. Ja, zum Frühstück Canapés und dein Wildberry Lele. Ah, das ist schon, es ist Bombe durchdacht. Ich weiß nicht, wie viele Leute hinter ihr stehen, also ja, ich möchte das Thema auch gar nicht immer aufmachen, gerade bei Female Artists nicht, sie kann ihre Texte auch komplett selber schreiben, auch Melodien aus dem Kopf einfach zaubern, so, es gibt tatsächlich auch noch Leute, die sich so gute, kranke Melodien wie die zum Beispiel aus dem Kopf zaubern können. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass sie das selber schreibt und selber diese Melodien in ihrem Kopf sich schon vorstellen kann. Das ist halt schon krass. Also die Melodien gehen böse ins Ohr. Real Talk, ganz böse. An der Küste von Catania zum Frühstück Canapés und dein Wildberry Lele. Ich will Immos, ich will Dallas, ich will fliegen wie bei Marvel. Ich hab Hunger, also nehm ich mir alles vom Buffet. Ein Haus für meine Mama an der Küste von Catania zum Frühstück Canapés und dein Wildberry Lele. Ja, das geht so dumm ins Ohr, Digga. Also Real Talk. Das ist so ein Ohrwurm des Todes, direkt.
direkt, Junge. Warum einfach? Weil die Melodie dir so geisteskrank ins Ohr geht. Ist halt ein Ohrwurm, aber ich mag anderes. Safe, safe. Hat auch damit viel zu tun, dass du das Ding halt schon wirklich 63.000 Mal auf TikTok gesehen hast. Oder gehört hast zumindest. Du drückst natürlich immer schnell weiter, weil die Werbung auf den Sack geht von TikTok. Ein paar Sekunden hörst du es aber trotzdem zwangsläufig an, so. Wisst ihr, was ich meine? Und es reicht schon. Gerade bei so einer catchy Melodie, behindert. Ich sag euch, wie es ist. Das geht krank ins Ohr. Ich will zum Mars, Spaceship mit Panorama. Für meine Besten, immer das Beste. Kaufe die Welt und keiner bezahlt. Oh, nice geflowt. Spaceship mit Panorama. Spaceship mit Panorama. Guck mal, Spaceship mit Panorama. Wie sie das betont. Oh, nice. Und dein Whiteberry Lied. Jetzt guck mal, der Einstieg. Ich will nach oben. Ich will zum Mars, Spaceship mit Panorama. Für meine Besten, immer das Beste. Kaufe die Welt und keiner bezahlt. Oh, nice. Also Produktion von A-Side auch wieder Schmackofatz. Ich sag euch, wie es ist. Ich will nicht alt werden. Zeit bleibt für mich denn. Ich will nicht warten, will, wenn ich aufwach, in dein Gesicht sehen. Private Jet in der Garage und Flamingos in meinem Garten. Will am Tisch die besten. Okay, das ist gewöhnungsbedürftig. Das ist direkt irgendwo ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Einfach weil sie jetzt aus dieser Attitude von der Hook her und vom Part-Anstieg jetzt ein bisschen eine ruhigere Stimme an den Tag legt. So diese Attitude vielleicht ein bisschen switcht, ein bisschen ruhiger wird so. Der Part finde ich gewöhnungsbedürftig. Aber so wie ich den Song kenne oder den Aufbau jetzt schon, denke ich mal, ist es schon so Art fast Pre-Hook. Und wir gehen auch direkt gleich wieder in die Hook. Weil die Hook wird wahrscheinlich hundertprozentig in 2 Minuten 12 dreimal kommen. Hundertprozentig. Es ist einfach so hart auf Spotify getrimmt, das ganze Ding. Ohne Scheiß, ich bin da ganz ehrlich. Was nicht immer schlecht sein muss, ne? Wir werden hundertprozentig in den 2 Minuten 12 noch zweimal die Hook haben, ganz easy. Private Jet in der Garage und Flamingos in meinem Garten. Will am Tisch die besten Karten. Ich will haben, haben, haben. Ich will lila, dass sich stapelt. Ich will Nina auf Plakaten. Guck mal, jetzt wird's ganz ruhig. Also es wird richtig ruhig. Eine Bassline kommt rein, richtig ruhig. Sie will eine ganze Menge haben, halten wir fest. Also eine ganze, ganze Menge. Trompetenbeats, underrated, safe. Also so Trompetenbeats sind echt underrated, ohne Scheiß. Hast du recht, auf jeden Fall. Hier vor der Hook fährt es nochmal ganz schön runter, damit die Hook halt nochmal ordentlich größer und mächtiger rüberkommt. So alles sehr gut durchdacht, sehr rundes Ding. Ich will, dass alle meine Freunde bei mir wohnen in der Straße. Ich will Immos, ich will Dallas, ich will... Aber warte mal ganz kurz, was sind Immos? Meinst du Immobilien? Will sie Immobilien und Dallas und fliegen wie bei Marvel? Sind Immos Immobilien? Ja? Okay, wusste ich natürlich, wusste ich. Ich wollte euch nur ganz kurz testen, Chat, ob ihr das auch wisst. Ich wollte euch nur ganz kurz testen. Dass alle meine Freunde bei... Und ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Die Hook geht ganz böse, Digga, ganz böse. Bei mir wohnen in der Straße. Ich will Immos, ich will Dallas, ich will fliegen wie bei Marvel. Ich hab Hunger, also nehm ich mir alles vom Buffet. Allein aus für meine Mama an der Küste von Catania. Zum Frühstück Cannabis und dein Whiteberry Lili. Das geht ganz, ganz, ganz behindert, Digga. Also richtig, puh. Das geht richtig behindert, richtig dumm, Digga. Also, boah. Ich überlege gerade erst ernsthaft, krass, ne? Wo ich das letzte Mal so eine catchige Hook gehört habe. Und mir würde auf Anhieb wirklich eigentlich nur Sommergewitter von Paschenem einfallen. Aber die ist halt nochmal irgendwie auf einem anderen Level unterwegs, oder? Ocean View und Beach Waves. Ich hol mir eine Insel. Irgendwo in der Südsee, da wo uns keiner findet. Private Spa auf 4 Etagen in Champagnerbecken baden. Will für immer alles gratis. Ich will haben, haben, haben. Sie will sehr viel haben und rein lyrisch, thematisch geht's halt ums Gleiche eigentlich so. Was ich hier jetzt nicht übel nehme, einfach weil das ganze Ding schon krass auf Spotify getrimmt ist. Ich denke mal, ihre Zuhörer und Zuhörerinnen so einfach nur den Vibe catchen wollen und den bedient sie auch zu 1 Million%. Also zu eine Milliarde Prozent, Digga. Also der Vibe stimmt hier von vorne bis hinten aber komplett Arino, Digga. Ich will lila, dass ich stapelt, ich will Nina auf Plakaten. Will, dass alle meine Freunde bei mir wohnen in der Straße. Ich will Immos, ich will da. Guck mal, der zweite Part ist noch kürzer, Digga. Was waren das? 4, 8 Takte vielleicht? 8 Takte, wenn's hochkommt so? 8 Takte Part? Der zweite Part war noch kürzer als der erste. Jetzt geht's direkt wieder in die Hook. Und warum? Weil die Hook einfach so das Herzstück von diesem ganzen Ding ist und so behindert catch, Digga. Will, dass alle meine Freunde bei mir wohnen in der Straße. Jetzt komm, guck. Ich will Immos, ich will Dallas, ich will fliegen wie bei Marvel. Ich hab Hunger, also nehm ich mir alles. Verzögerter Drop, Digga, also nicht direkt auf die 1, sondern ein bisschen später behindert. Ich will Dallas, ich will fliegen wie bei Marvel. Ich hab Hunger, also nehm ich mir alles vom Buffet. Allein aus für meine Mama an der Küste von Catania. Zum Frühstück Cannabis und dein Whiteberry. Und ja, doch, sie hat auch sehr runde Reime drin. Es gibt Wörter, die sich einfach so rund aufeinander reimen und einfach so schön
klingen zusammen. Wisst ihr, was ich meine? Hier würden auch komplizierte Reime gar nicht reinpassen. Überhaupt gar nicht. Also hier würden keine Kolle-Reime oder so reinpassen. Das ist ja auch gar nicht ihr Ziel so. Sie hat so runde, schöne Reime drin, die so gut ins Ohr gehen. Einfach Catania, Digga. Catania. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß nicht mal, wo Catania liegt, aber... Mama an der Küste. Also nehm, ist mir alles vom Befehl. Will ein Haus für meine Mama. Ich will ein Haus von meiner Mama an der Küste von Catania. Wisst ihr, was ich meine? Das geht so rund und gut ins Ohr. An der Küste von Catania. Zum Frühstück Cannabis und ein Whiteberry Lele. Ich will Immos, ich will Dallas, ich will fliegen wie bei Marvel. Zum Frühstück Cannabis und ein Whiteberry Lele. Ich will Dallas, ich will fliegen wie bei Marvel. Zum Frühstück Cannabis und dein Whiteberry Lele. Okay, wir haben es jetzt verstanden. Wir haben es jetzt verstanden. Beruhig dich. Ich habe das erste Mal was von ihr gehört. Also ich habe nicht eigentlich das erste Mal von ihr was gehört, weil TikTok hat es mir schon vorweggenommen mit den ganzen Werbungen. Digga, das Ding... Also ich fand das Ding noch krass Ohrwurm-technischer als Feminello. Hundertprozentig.